Moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Review auf Home of Smart und ich mag ja gern Spielzeug. Deswegen habe ich mir von der Firma Geika oder Geika das kleine Superblocks-Puzzle angesehen. Und man muss gleich sagen, es ist so eine Verbindung aus dem klassischen haptischen Spiel, was man jetzt von Puzzles oder so cleveren Denksporträtseln kennt, und halt dieser neuen Welt von smarten Computerchips, LED-Technik, aber so gemacht, dass man zum Beispiel nicht immer mit USB-C nachladen muss, sondern man kann einfach zwei handelsübliche Batterien reinstecken. Das Ziel ist es, ziemlich simpel und leicht, die leuchtenden Blöcke mit diesen kleinen Plastikblöcken das aufzusetzen, und das muss halt passen. Das ist ein schönes Rätsel, es ist sehr simpel, und bisher hat jeder, dem ich das mal kurz gegeben habe, wollte sofort loslegen, weil es halt diesen Effekt hat. Es blinkt, es leuchtet, es ist irgendwie neu, aber man kann es trotzdem mit den Händen spielen. Besonders Kinder sind sofort fasziniert. Gut, ich habe jetzt gemerkt, die Faszination hält halt keine 5 Wochen, aber immer mal wieder ist es ganz schön, weil man halt auch über diese kleinen Lichter oben links auf dem Gerät so eine kleine Hilfestellung bekommt. Dabei ist das Spannende, dass es halt nicht nur einmal ein Rätsel ist, wie jetzt zum Beispiel bei einem Holzrätsel der Fall wäre, sondern diese Lichter können sich halt immer wieder neu anordnen. Das heißt, man hat über hunderte von Rätseln, die man lösen kann, und dadurch, dass wir ein bisschen Software in dem Gerät verbaut haben, jetzt dann auch immer schwerer. Man kann zum Beispiel selber über diese zwei kleinen Tasten auch einfach sagen, hey, wieder ein Level schwieriger. Oder wenn man das Level gelöst hat, das erkennt nämlich dieses Spielebrett nicht nur anhand der Leuchten, sondern dann halt auch an diesen Superblocks, wie man es aufgesetzt hat, hey, du hast es gelöst, es passt. Denn es darf natürlich nicht überlappen auf ein Lämpchen, was nicht leuchtet. Klingt schwieriger als es ist, im Endeffekt sieht man diese Lampen leuchten und versucht mit diesen kleinen Plastikteilen das irgendwie so zu stecken, dass die Plastikteile das alles abdecken. Sehr einfach. Ich dachte jetzt auch, hey, Superblocks App steht noch auf dem Karton. Das ist allerdings einfach eine App, die dieses gleiche Spielprinzip unterwegs auf dem Smartphone ermöglicht. Das hat aber jetzt keinen richtigen Effekt für euer Spiel, sondern es geht einfach darum, roten Schalter drücken, loslegen, und dann sieht man schon, ah, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, und er macht halt auch lustigerweise durch dieses, naja, wir können es jetzt Pixel-Display nennen, gibt es so kleine Animationen, hey, gelöst, dann wandert es einmal im Kreis oder 3, 2, 1, los geht's. Ist einfach eine sehr schöne Sache, gar nicht mal so teuer, und hat mich überrascht, dass es so das klassische, schöne Spiel updated, ein Update dafür, mit ein bisschen Software, mit einem kleinen Computerchip, und es macht einfach eine Menge Spaß. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, falls man so ein Geschenk sucht, vielleicht auch für ältere Kinder, dann macht das auf jeden Fall total Sinn, und es gibt dann noch ein weiteres Puzzle davon, das findet ihr auch auf dem Kanal hier. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und stellt die Fragen gerne in die Kommentare. Tschüsschen!